Hallo Leute, willkommen zurück zum Pokémon World Tournament! Letzten Part habe ich beim Überregional Arena-Leiter Turnier das Einzel- und Duo gemacht. Und diesen Part wird das Trio- und der Reihe-Umkampf gemacht. Da kann kommen, was passiert. Dreierkampf des Überregionalen Arena-Leiter Turniers. Ich habe ein bisschen geübt, damit dass ich das mal endlich aussprechen kann, hey? Okay, Dreierkampf! Tim links, Gerät Mitte und rechts Ballon wie eh und je. Das passt. Also ich passt diese, passt gemacht, mit Moveset, so. Armeling abgeschlossen, ich brauche nur noch ein paar Siege, Leute. Ein paar, sechs oder was, fünf, egal. Damit ich das nächste Turnier freischalte. Also Leute, lasst uns das gewinnen im Überregional Arena Leiter Turnier. Erste Runde gegen Felicia, Cherry gegen Svenja. Aha. Frieda gegen Sandra, Pyro gegen Bianca. Irgendwie ist das hier eine interessante Kombination. Okay, die erste Runde geht gegen Felicia! In überregionalen Arena-Turnier. Alter, ich mag das hier einfach, Leute. Es ist einfach nur geil! Hier kommt Felicia, Stein, Liebehahn und Münsterschülerin. Stein oder nicht? Stein, das ist die Frage. Ja, auch eine Gesteins-Pokémon-Trainerin. Oder wie war das? Irgendwie so, ne? Felicia! Versus Harry. Gut, hat ein cooles Fight. Willst du bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchen Pokémon? Klar doch, Felicia! Los geht's! Dum, 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 dum. Gegen Felicia! Ich glaube, wir haben noch nicht gegen sie gekämpft. Voluminas, Amaldo und Karipas. Amaldo! Der Rest geht ja noch, aber Amaldo ist Aua! Aua, Aua! Los, Gerät, Tim und Ballon! Alles Gesteins-Pokémon? Mehr oder weniger? So, Voluminas ist schwebt. Okay, gut zu wissen. Dann machen wir mal Drachenklaue auf Amaldo. Du machst Magnetflug. Und du machst Fliegen auf Voluminas. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Die haben sicher Gesteinsattacken drauf. Wenn Ballon da vorher hochgeht, dann ist das ziemlich gut. So, Amaldo bekommt Schaden als erstes. Ballon macht Fliegen. Bekommt wahrscheinlich keine Gesteinsattacke somit reingedroschen. So, Amaldo macht Steinhagel. Auf Ballon. Wäre sehr effektiv gewesen. Aber auf Gerät und Tim macht das kaum was aus. So, Magnetflug für Gerät. Somit habe ich keine Bodenschwäche mehr. Das ist richtig geil. So, Gerät spielt. Karipas macht Kaskade mit Wasserjuwel. Sehr böse. Eine Wasserattacke verstärkt mit Wasser. Und physisch auch noch. Eine physische Wasserattacke Gerät, normal effektiv und. Oh, das haut rein! Voluminas macht Erdkräfte. Ja, keine Wirkung, ne? So. Erdbeben! Ladungsstoß! Jetzt geht's richtig los, Leute! Erdbeben! Jetzt geht's los! Sehr effektiv gegen Karipas! Amaldo normal effektiv, so. Karipas Volltreffer, nett. Amaldo macht Steinhagel. Schon wieder. Chance auf Zurückschrecken bei meinem Gerät. So, ist nicht effektiv. Ballon macht Fliegen. Ist nicht effektiv. Ist egal. Es macht kaum Schaden, aber der Luftballon ist weg. So, Ladungsstoß! Britzel! Sehr effektiv auf Ballon. Sehr effektiv auf Karipas. Normal effektiv auf Maldo. Normal effektiv auf Voluminas. So, BAM! Und Voluminas wurde paralysiert. Oh, das ist geil. So, Amaldo und Karipas sind tot. Double Kill. So, was gehört sich, Leute. Yeah, das ist die erste Runde. Hey, meine Güte, das geht ja schon richtig ab. Voluminas macht Juwelenkraft, eine Gesteinsattacke. Spezial. Und Ballon ist sowas von tot. So, Ballon ist tot. Tschüss, Ballon. Es kommt bei mir. Rosenschön, du bist dran. Los, Rosenschön, du bist gut gegen Gesteins-Pokémon. Also, raus mit dir. Es kommt Geowatz. Oh, Geowatz. Ein ziemlich interessantes Gesteins-Boden-Pokémon. Und Stolos. Auch ein Stahl-Gesteins-Pokémon. Also, sehr geile Pokémon hat die. Muss ich schon zugeben. Die Pokémon sind wirklich sehr variabel. So, Erdbeben ist auf Stolos vierfach. Auf Geowatz doppelt effektiv. Du machst bitte sehr Lichtkanone auf Voluminas, das ist sehr effektiv, falls du vorher dran bist, obwohl Geowatz ist langsam, Stolos ist relativ langsam, wir knapp. Und du machst Blättertanz, einfach mal so, weil du das kannst, Rosenschön. So, Erdbeben-Tim! Vierfach auf Stolos, doppelt auf Geowatz.
Bam, boom, bang. Das haut so richtig auf. Und Stolos hält das aus, ja. Stolos hat eine mega Verteidigung, Leute. Eine mega. So. Dann machen wir mal so einen Blättertanz auf Voluminas. Und ist somit top mit Volltreffer und ist normal effektiv. Stimmt, dieses Gestein, ne? Ja. So, Rosenschirm. Gerät macht Lichtkanone. Auf wen? Auf Geowatz ist besser. Ja, das ist nämlich sehr effektiv auf Geowatz. Auf Stolos wäre es normal effektiv gewesen. So. Bis jetzt läuft es eigentlich gut. Nur, dass ich bis jetzt nur den kritischen Bereich-Sound habe, der ein bisschen nervt. So. Und zwar nicht geschaut, was der da macht. Ich glaube, Kraftkolos oder sowas. Auf jeden Fall nicht effektiver Attack. Ah, das war Kopfstoß, glaube ich. Irgend so eine Gesteinsattacke. Vielleicht nicht effektiv. Ich habe es nicht geschaut. So, Leute. Ich muss dann selber im Video schauen, was das war. So, Blumen, du bist dran. Auf die linke Seite mit dir. Wasser-Pokémon sind ja auch sehr gut gegen Gesteins-Pokémon. Yeah! Es kommt Wilie, ein Pflanzengesteins-Pokémon. Pflanzengestein, ziemlich böse Kombination. Und kann so richtig nerven, also richtig. So, dann machen wir mal Eisstrahl auf Stolos. Das müsste eigentlich ausreichen. Falls nicht, mache ich noch Donnerblitz dazu auf Stolos. Und Rosenschön macht Blättertanz. Da kann nichts machen. Blättertanz ist nebenbei auf Wilie normal effektiv. Gestein, Pflanze. Eine interessante Typkombination. Blumen macht Eisstrahl. Fritzl! So, nicht effektiv und es reicht nicht, verdammt. Donnerblitz dazu und Stolos ist tot. Passt. Hab mir nicht gedacht, dass das nicht ausreicht. Schade. So, Stolos, tschüss. Stolos. So, jetzt muss ich nur noch Wilie besiegen. Und Wilie macht Amnesie. Somit wird seine Spezialverteidigung stark erhöht. Sehr böse. So, und Wilie hat auch noch Überrest. Das heißt, es wird ziemlich tankig. Wilie ist sogar ein Tank. Es ist zwar ein bisschen langsam, aber es hält ganz schön aus, muss ich sagen. So, Wasserring, Blumen, Gerät, du machst Lichtkanone auf Wilie. Und Rosenschön, ja, du machst noch immer Blättertanz! Eine normal effektive Attacke! Bam! Und zieht ein bisschen was ab. Bisschen. So, Rosenschön ist verwirrt. Blumen macht Wasserring. Yeah, ich halte mich mal. So, Lichtkanone Gerät, eine normale effektiv oder was sehr effektiv? Werden wir gleich sehen. Ich glaube sehr effektiv. Ja, sehr effektive Attacke und Wilie hält das aus und macht Gigasauger! Auf wen? Auf Blumen geht nicht, nebenbei. So, jetzt haben wir wenigstens mal wieder die schöne Musik. Yeah! Auch schön war das, ne? So, wenn setze ich jetzt in die Mitte, den letzten, den ich habe. Und das ist mein Hasenohr! Also die erste Runde, ich glaube, die geht schon mal an mich. So, Hasenohr, du bist dran! Moment. Mal kurz husten hier. So, Hasenohr, du bist dran. Blumen, du machst Regentanz. Hasenohr, du machst so richtig Gigastoß. Und Rosenschön, du machst Blättertanz. Du bist eh schon verwirrt, also ist egal. Gigastoß! Eine nicht effektive Attacke, aber mega Angriff mit Volltreffer auch noch. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. War eigentlich einfach, Leute. Ich habe verloren. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Runde 1 geht an Harry. Das ist wohl wahre Stärke. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich werde erneut am Turnier teilnehmen. Hoffentlich kann ich dann wieder gegen dich antreten. Hoffentlich, ja. Wir sehen uns wieder vielleicht mal. Ich werde hier noch einige Mal kämpfen. Oh yeah. Wie schlagen sich für die anderen Herausforderungen? Meine Damen und Herren, richtet Sie Ihren Blick bitte wieder auf den Bildschirm. Und das mit voller Spannung. Svenja gegen Jaren und Jaren hat gewonnen. Mit seinem Normal-Pokémon gegen Svenja. Psycho-Gestein. Beziehungsweise Psycho. Interessant. Harry gegen Felicia und Harry hat gewonnen. Er muss nächste Runde gegen Jaren, den Normal-Pokémon-Trainer. Frieda gegen Sandra. Es hat Sandra gewonnen. Aha, interessant, interessant. Pyro gegen Bianca und Bianca hat gewonnen. Meine Damen und Herren, ins Halbfinale treten ein Jaren vs. Harry und Bianca vs. Habe ich vergessen. Egal. Los geht's ins Halbfinale! Juhu, Party! Party, Party, Party! Schmeißt eine Party! Aber bitte nicht ohne mich! Und hier ein junger Trainer, der unbedingt seinen Idealen folgt. Er kämpft unermüdlich, um es eines Tages zu verwirklichen. Sein Name ist Jaren aus der 5. Generation. Der erste Arena-Leiter aus Pokémon Schwarz-Weiß 2. Er war kein Arena-Leiter in Pokémon Schwarz-Weiß, er war ein Rivale. Jaren vs. Harry. Normal-Pokémon-Trainer.
Überlegt mal, möchte man sich mit seinem Sieg letztlich nur profilieren und dann zeigen, wie stark man ist? Oder möchte man auch einen tieferen Sinn hinter den Kämpfen an sich erkennen? Wenn man sich solche Fragen nicht stellt, ergeben die Pokémon-Kampf genauer gesagt das gemeint. Was? Was redet er? Egal, auf jeden Fall, es gibt keinen Sinn. Und es ergibt keinen Sinn, was du sagst, mein Freund. Egal, macht keinen Sinn. Los geht's! Los geht's ins Halbfinale, Leute! So, Terran! Ich hab dich beim ersten Arena-Kampf schon verloren gegen dich. Jetzt will ich gewinnen! Die Revanche! Bis Fang und Formeo! Schick deinen Kampf. Formeo! Geil! Ein geiles Wetter-Pokémon. So, Formeo! Los, Teamgerät und Ballon! Ihr seid dran! Huhahaha! Solle, Tim, du machst Drachenklaue auf Formeo. Einfach mal so. Gerät, du machst Ladungsstoß auf alle. Und Ballon, du wirst ausgewechselt. Weil ich gehe mal davon aus, dass Bisper Knirscher kann, Leute. Der kann das sicher. Der kann das mit Sicherheit. Zu wen nur ist die Frage. Blumon, du bist dran. So, Ballon, komm zurück. Ich brauche dich vielleicht noch mal anders mal. Solo, Blumon, du bist dran. Immer schon auswechselt hier, ne? So. Drachenklaue, Tim! Yeah! Bam, bam! Normale Effektiv auf Dacke von Meo. Halt interessanteste. So, Bisback macht Knirscher. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst. So. Und Blumen bekommt Schaden. Von Meo macht Eisstrahl! Autsch! Aua! Eisstrahl auf Tim! Was hast du gegen mein Tim? Ladungsstoß! Sehr effektiver Blumen, mir egal. Der hält das sicher aus. So, und jetzt Formeo weg mit dir. Formeo ist besiegt, dass der einfach mal Eisstrahl kann. Ja, Formeo kann sehr viel nebenbei. Formeo kann wirklich viel. Eisstrahl, Feuersturm, Donner, Regentanz, Sonnentag, Sandsturm. Alles, was mit Wetter zu tun hat. Also Formeo kann man von dem Moveset wirklich nichts nachsagen. Nur was seine Sets betreffen, ist er nicht so gut. So, Hasenohr nach links. Rosenschön, du kommst nach rechts. Los, Hasenohr! Du bist dran! Zwei Pokémon für eine, schlechter Tausch. Es kommt Schlurbleck. Schlurbleck. Ein interessantes Normal-Pokémon. Los, Rosenschön, du bist dran! Yeah! Rosenschön! Rosarade! So, du machst jetzt mal Sprungkick auf Bisopfang. Gerät, du machst Donnerblitz auf Bisopfang. Ich will das einfach mal weghaben. Und du machst Egelsamen auf Bisbark. Solle. Bisbark macht Eiszahn! Ich finde irgendwie krass, dass Normal-Pokémon solche elementare Angriffe können. Das ist einfach nur crazy. So, Sprungkick auf Bisopfang ist sehr effektiv. Rosenschön ist zurückgeschreckt wegen Eiszahn. Oh, Donnerblitz! Donnerblitz! Sehr effektiv. Ne, nicht effektiv, aber egal. Bisopfang ist tot, egal ob es effektiv ist oder nicht. So, ich sage immer so gern sehr effektiv. Schlupfleck macht Hammerarm! Bam! Ist sehr effektiv auf Hasenohr. Ich würde mal sagen, da hält das aus. Wenn auch knapp. Alter, Schlurbleck, sein Angriff ist ja böse. So, es kommt Porygon Z in die Mitte. Oh, Porygon Z! Alter, Leute, womit habe ich das verdient? Los, Hasenohr, Gigastoß auf Porygon Z! Gerät, du machst Donnerblitz auf Porygon Z. Wegen Download ist Porygon Z wirklich sehr böse, Leute. Das ist wirklich böse. Und er kann Eiszahn. Ist egal, was ich jetzt mache. Rosenschön ist tot, glaube ich mal. Also machst du Blättertanz, einfach mal so. So, als erster ist Porygon Z dran und macht Donner! Mit Spezialangriff Plus, da ist jeder tot eigentlich. Fast jeder. So, Hasenohr ist besiegt. Ups, war irgendwie klar. Bisbark macht Knirscher. Ist normal effektiv für Rosenschön. Rosenschön ist tot. Schade, schade, mal lade. So, Gerät macht Donnerblitz auf Porygon Z. Porygon Z, sein Spezialangriff ist einfach so böse, Leute. Das ist nicht schön. So, Schlurbleck macht Hammerarm, ist auf Gerät sehr effektiv. Autsch. Und Gerät hält das sehr gut auf. So, Initiative sinkt. Und jetzt habe ich noch Ballon im Bett, Leute. Ballon, auf die linke Seite mit dir. So, bloß nicht auf die rechte. Da ist nämlich Bisbark mit seinen Knirscher.
Sale, Ballon, du bist dran. Und der kann ja donner, ne? Donner, donner. Bürde bringt nichts. Bürde bringt hier überhaupt nichts, Leute. Also machen wir Fliegen auf Schlurbleck. Gerät, du machst Ladungsstoß auf alle. So, Ballkonzept macht Donner und es trifft schon wieder mal. Bam! Das hat er Genauigkeit 70 Donner, ne? Und es regnet nichts. Also von daher. Finalschlag! Komm, kein Finalschlag. Oh, das kommt nicht wieder. Bismarck macht Knirscher. Nicht effektiv auf Gerät. So, ich will mindestens noch einen mitnehmen. Ladungsstoß, mindestens noch einen. Komm, nimm irgendwen mit. Ladungsstoß und es überlebt alle. Und Bismarck ist paralysiert. Hättest du es nicht vorhin machen können, Gerät? Nö, kein Bock. Tja, Leute. Ich habe gegen den schon wieder verloren. Also normal Pokémon-Trainer sind einfach Leute, die sind stark. Wenn man kein Kampf-Pokémon oder sowas hat, dann sind normal Pokémon-Trainer wirklich stark. Alter Schwede. Der Arena-Leiter ist ganz schön hart. Und er hat ja noch ein Pokémon im Hintergrund. Meine Güte, also Jaren, Leute, ist kein Zuckerschlecken. Überhaupt nicht. Schon wieder verloren. Die erste Arena ist die schwerste hier. Was will man noch machen, ey? Habt jemand eine Idee? Nächstes Mal wirst du es schaffen. Hier ein Trostpreis. Ein Purpurstück. Ja, Leute. Bis ins Halbfinale habe ich es immerhin geschafft. Yeah! Und ich habe auch ein paar Pokémon genommen. Okay. Weiter geht's zum Reihumkampf, Leute. Reihumkampf. Reihumkampf. Überregionales Einleiterturnier. Los geht's. Wähle den Pokémon aus. Solle Tim. Überregional. Es ist immer so blöd, dass alles kommen kann. Gerät. Großes Schön. Und ich glaube, Blumen nehme ich mal mit an. Ja, Blumen, passt schon. Solle, Raumkampf. Will ich alles besiegen? Komm schon, ich werde es ins Finale schaffen. Das werde ich jetzt auch sofort machen. Ja! Mann, habe ich heute wieder mal eine Energie, hey. Solle, die erste Runde geht gegen Turner. Und Cheren ist diesmal nicht dabei. Der wollte sich vor der Revanche drücken. Egal. Erste Runde gegen Turner, der Bodentrainer aus der Ischi-Region. Frieda gegen Janina. Camilo gegen Walter. Und Camilla gegen Adam. Camilla, Camillo. Interessant. Okay, los geht's. Im Raumkampf im Überregionalen Arena-Turnier, meine Damen und Herren. Schauen Sie mit Spannung zu, ob Harry es diesmal ins Finale schaffen wird. Und hier ist unser erster. Der Turner. Ein Boden-Pokémon-Trainer. Turner versus Harry. Los geht's, Leute. Also das hier ist eine richtige Challenge hier, jetzt schon langsam. Wo ist meine blaue Kappe? Du hast dich ja anscheinend ordentlich gesteigert, seit ich dir damals deinen Ort gegeben habe. Lass mich mal einen Blick auf deinen Fortschritt werfen. Gerne, Turner. Haha! Los geht's, ich will es euch alle zeigen! Raumkampf, Trainer Turner. Er fängt an mit Stalobra, Mammutel und Libeldra. Wer will mich denn hier verarschen? Wer will mich denn hier verarschen, Leute? Das sind drei Boden-Pokémon, die sehr, sehr, halt schon sehr gesagt, gut sind. Das wird nicht einfach. Oh, der aber nicht. Ich würde mal sagen, mein Libeldra ist besser wie seines. Davon gehe ich mal aus. Also ist es mir eigentlich egal. Drachenklaue, Tim! Drachenklaue, er wechselt zum Mammutel. Ich hoffe, er kann keine Attacke, bevor er dran ist. Drachenklaue! Bam! Bam! Normal effektive Attacke! Yeah! Mammutel Erdbeben. Ich dachte jetzt wirklich, es kommt so aus wie Eiszapfenhagel, Eiszahn, Blizzard, was kann Mammutel noch? Ein Haufen Eisattacken auf jeden Fall. Und der macht Erdbeben. Schön gedisst. Solle, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er eine Eisattacke macht. Also wechsle ich zu Gerät und mach Magnetflug. Magnetflug. So, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Er macht Eissplitter. Oh, eine Attacke, wo höhere Priorität hat. Und hat ein Eisjuwel. Gut, sein Eisjuwel ist weg. Und macht Eissplitter. Bam! Nicht effektiv, aber mega Angriff wegen Eisjuwelen. So, Magnetflug. Somit schwebt mein Gerät. Yeah, es schwebt. Der Gerät. Irgendwie ist das ein geiler Name hier. So, dann drehe ich wieder zurück. Das wird er sicher nicht erwarten. Und mache Erdbeben. Er wechselt zu Stalobra. Und jetzt habe ich richtig reinhauen. Jetzt werde ich reinhauen. Komm, Tim. Oh, Stalobra ist vor mir dran.
Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Egal. Solale, Saloba erhöht seinen Angriff stark. Und jetzt kommt Erdbeben! Sehr effektiv. Yes! Fast One-Hit. Fast. So, er hat einen Fokusgurt. Ach so. Ich dachte, jetzt habe ich wieder mal voll den Luck. Ich wechsle zu Rosenschein und mache Blättertanz. Solle, Rosenschein, jetzt ohne alles. Überroller geht daneben. Blättertanz! Normal effektiv wegen Stahlboden. Eine ziemlich geile Typkombination. So, Stalobra. Tschüss, Stalobra. Solle. Es kommt Golgantes, ein Bodengeist-Typ. Bodengeist. Solle, komm her, Golgantes. Er wechselt nicht aus, okay, und ich mache weiter Blättertanz! Mega Spezialangriff! Sehr effektiv auf Golgantes! Yeah! One-Hit-KO! Voll geownt, Herr Rosenschön! Er ist nochmal dran, weil er einfach mal Bock hat. Er wechselt zu seinem Marmutel. Er wechselt weiter zu seinem Libeldra, auch gut. Libeldra macht Wutanfall! Upsa! Wutanfall. Aua, 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 aua. Ich halte es aus. What the hell? Blättertanz! Was ist das für ein Libeldra? Ein Libeldra ist mit Wutanfall kein One-Hitter. Das ist ein schlechtes Libeldra. Mein Rosenschein hatte nicht mal eine gute Verteidigung, Leute. Ja, es hat keine gute Verteidigung. Sägesang, so. Und Libeldra hat wahrscheinlich auch einen Fokusgurt, oder? Nein, hat es nicht. Ist eine Beere. Da ist sein Angriff erhöht. Okay. Mit Wutanfall ist es also eine sehr böse Kombination. Ich bleibe jetzt allerdings draußen, damit er eventuell verwirrt wird. So, Gigasauger. Wutanfall. Wups! Er rastet komplett aus. Tschüss, Rosenschein. Und, ist er verwirrt? Nein, ist er nicht. Los, Blumen, du bist dran. So, und es hat einen erhöhten Angriff, da sind Bell dran, ne? Aber ich... Es ist sicher langsam wie ich. So, Gerät, du bist dran mit Lichtkanone! Und Gerät schwebt nebenbei. So, Wutanfall hat fast keine Wirkung auf Gerät, ist nicht effektiv, mega Verteidigung. Schauen wir mal, wie es abzieht. Und, ja, doch einiges. Nicht effektiv, die Beldra ist jetzt verwirrt. Und jetzt kommt Lichtkanone, eine normale effektive Attacke! Yeah! Die Beldra gegen die Beldra hätte ich jetzt auch machen können, aber nö, keine Lust. So, die Beldra ist tot! Libeldra. So, und jetzt kommt Marmutel. Bodeneis. Endlich Ladungsstoß. Nicht Ladungsstoßgerät. Was machst du heute wieder mal für Sachen, ey? Nicht effektiv. Okay, es zieht eh fast nichts ab. Also von daher können wir chillen. So, Lichtkanone. Und Marmutel kann gegen Gerät irgendwie nichts machen, kommt mir vor. Nur nicht effektive Attacken. So, Lichtkanone. Bam! Sehr effektiv! Und Marmutel ist tot. Uff, das war ein schöner Fight. Sehr schön. Verloren und das, obwohl ich alles noch gegeben habe. Also seine Pokémon sind wirklich gut, muss ich sagen. Libeldra, Marmutel, alle waren gut. Also wohl wahre Stärke! 3 Pokémon Reserve! Ich hab selten gut junges Gemüse wie dich so gut kämpfen kannst. Hut ab! Mich wäre ja schon interessieren, wie du es angeschaut hast, so gut zu werden. Naja, ich kann's einfach. Wie sagt sich Herr Alteson-Häuser, meine Damen und Herren, schauen Sie auf den Bildschirm. Friede gegen Janina und Janina hat gewonnen, die Gift-Pokémon-Trainerin. Camilo gegen Walter und Walter hat gewonnen, der Elektro-Pokémon-Trainer. Harry gegen Turner und Harry hat gewonnen. Camilla, wirklich Camilla, Camillo. Also ich werde mal gegen die zweimal antreten. Camilo und Camilla gegen Adam. Und Camilla hat gewonnen, Leute! Die nächste Runde geht gegen Camilla, die Elektro-Pokémon-Trainerin aus der Ishu-Region! Yeah! Und nicht vergessen, Janina gegen Walter. Aber das ist Nebensache, das sehen wir eh nicht. Leider! Würde ich gerne zuschauen. So, gilt alles! Harry auf der Rechtsseite! Und auf der Linksseite haben wir die Elektro-Pokémon-Trainerin Camilla! Die auf dem Laufsteg unterwegs ist! Stimmt, die war auf dem Laufsteg, ne? Ja, das war noch Zeit, wie ich in der Arena war. Meine Güte. Camilla versus Harry. Lasst uns einen spannenden Fight beginnen, Leute.
Meine Pokémon haben ihren ganz eigenen Kopf, genau wie ich. Und sie lassen ihre Persönlichkeit überdeutlich in ihren Attacken durchschimmern. Genug jetzt! Nicht so viel reden! Lass uns kämpfen! Sag ich auch, Camilla! Lass uns kämpfen! Kein rein, Camilla! Und natürlich mit elektrisierten Haaren. Zebritz, Emolga und das letzte habe ich überlesen wieder mal. Ah, Ampharos. Lauter Elektro-Pokémon. Los, Tim Gerät und Rosenschirm. Moment. Tim? Schreibt jetzt in die Kommentare, ob Tim hier jetzt einen Solo-Run machen kann. Ich bin jetzt neugierig. Kann Tim hier einen Solo-Run machen? Ich werde es ernsthaft ausprobieren, Leute. Also fangen wir an mit Erdbeben! Zwischen zum Ampharos ist mir doch egal. Erdbeben! Sehr effektiv. Und Ampharos hat eine Beere, was seinen Schaden reduziert. Um die Hälfte ungefähr. So, BAM! Das zieht ja gar nichts ab. Ampharos macht Fokusstoß. Eine Kampfattacke normal, effektiv und spezial. Ja, Ampharos ist ein guter Spezialangreifer. Aber ein bisschen langsam. Bisschen. Und wow! Das macht ja sehr viel Schaden. Meine Spezialverteidigung sinkt. Habe ich heute wieder mal ein Glück. So, Leute, dann machen wir mal. Ich wechsle mal, weil ich so brav bin, mach Egel sammeln. Ich lasse jetzt meinen Tim jetzt mal hinten. Mal, ich brauche ihn vielleicht noch. So, Rückkehr von Zebritz. Ich glaube, Tim wäre jetzt zu. Und Zebritz ist sogar vorher dran, glaube ich, weil Zebritz ist sehr schnell. So, und ich bekomme so eine richtig rein. Leben, Orb, sehe ich da. Egel sammeln, so. Damit ist Zebritz gepflanzt. So, Egelsamen, yeah, give me Egelsamen. So, heilt mich ein bisschen, ein bisschen. Oder, ja, ist auch etwas. Aber hier interessant, dass die Zebritz mit Leben Orb spielt, sehe ich auch nicht. So, Leute, dann mache ich nochmal Drachenklaue. Und sie wechselt nicht aus. So, Leute, Zebritz macht Hitzekoller-Attacke. Nicht effektiv auf Tim und macht ganz schön Schaden. Spezialangriff minus, doppelt minus. So, und verliert KP. Und der Drachenklaue-Tim! So, bam, bam! Ich traue es mir nicht eher wegen dem Emolga. Und Zebritz ist tot wegen Volltreffer. Auch schön. Zebritz tot. Es kommt Zaplarang raus. Ein Elektro-Pokémon ohne Schwächen. Es hat wirklich gar keine Schwäche, Leute. Überhaupt keine. So, Drachenklaue. Einfach mal so. Drachenklaue, Tim! Bam! Bam! Normal effektiv. Mal schauen, wie das abzieht. Nicht mal die Hälfte. So, Zaplarang macht Feuerschlag. Nicht effektiv, aber es reicht aus. Na, Feuerschlag ist sogar sehr böse. Es wäre sehr effektiv auf Gerät und auf Rosenschild, Leute. Also, sie macht das taktisch sehr gut. Wirklich sehr gut. Bin überrascht. So, Hydra-Pumpe! Geht daneben. Feuerschlag. Ein Viertel effektiv. Wegen Speckschicht. Speckschicht. Speckschicht ist geil wie bei Blue Moon. Irgendwie. Obwohl, man kann Azumarill auch mit Kraftkoloss spielen. Ist auch richtig geil. Hydro-Pumpe jetzt aber. Hydro-Pumpe. Normal effektive Attacke. Aber haut so richtig rein. Komm schon. Nicht mal Feuerschlag. Wieder ein Viertel effektiv. Das zieht ja überhaupt nichts ab, ey. Alle, ich bleibe jetzt mit Blumen und vorne. Du kannst mich gern haben, Freundchen. Da, da, da. Naja, aber wenn es jetzt wechselt, da gehe ich jetzt mal auf Gerät und mache Donnerblitz. Mal sehen, was passiert. Sie wechselt zu Emolga. Ah, Donnerblitz ist somit normal effektiv. So, Emolga macht Akrobatik mit Flugjuwel. Sehr böse. Wupsa! Und Emolga ist schnell, Leute. Schnell, aber das war's eigentlich auch schon. Ich finde Pikachu her besser, also von daher. Flug, Elektro und wow, 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 das hat doch richtig reingehauen, Alter, Lichtkanone Gerät. So, sie wechselt zu Ampharos, somit ist Lichtkanone nicht effektiv. Die Musik macht Laune hier. So, Leute, Ampharos nicht effektiv, haut aber ziemlich rein. Ampharos macht Fokusschuss, geht daneben. So, dann wechsle ich jetzt zu Blue Moon wieder und mache Hydro-Pumpe. Ich gehe mal davon aus, dass sie nochmal Fokusstoß macht. So, alle. Hydro-Pumpe! Ich sage, Ampharos ist langsam. Ampharos ist langsamer wie mein Blue Moon.
das heißt was. So, Ampharos, tschüss! So, Blumen heilt sich wegen Überreste und es geht so richtig ab, Leute! Yeah! Überreste wirkt! Geilo! So, es kommt Zapplerang raus. Ich mache Eisstrahl. Eine normale effektive Attacke ohne Step, Stärke 95. Bam! Das reicht aus. So, Zapplerang tot. Und nebenbei, auf Emolga ist Eisstrahl sogar sehr effektiv, weil es ja Elektroflug ist. Die Typkombination habe ich dir schon mal gegeben, allerdings auf Zapdos, einen legendären Pokémon aus der ersten Generation. Sonst eigentlich nie wieder. Emolga macht Akrobatik. Passt, das halte ich aus. Oder? Alter, das macht dafür ganz schön Schaden. Eisstrahl und Emolga ist sowas von tot. Emolga! Ja, so kann's gehen. Dann will ich dir den Kopf verdrehen und du sehe ich Sternchen. Du mit der Emolga. Runde 2 geht an Harry, meine Damen und Herren. Er zieht ins Finale ein diesmal. Yeah! Und das Finale werde ich auch noch schaffen, Leute. Ihr werdet es sehen. Wie entzückend. Mit deinem Kastel könnte ich da glatt dahinschmelzen. Ich habe hier leider kein Eis. So, Leute, wer will ins Finale gegen Harry eintreten? Schauen wir auf den Bildschirm, ganz gespannt. Janina gegen Walter, wer wird eintreten? Es ist Janina, die Gift-Pokémon-Trainerin! Aus der ersten Generation. Harry gegen Camilla. Harry hat gewonnen! Es geht ins Finale, Leute! Harry versus Janina! Die Gift-Pokémon-Trainerin. Diese Trainer betritt jetzt die Menge, betritt jetzt die Arena und die Menge tobt! Yeah! Party! Geilo! Nice! Das überregionale Einreiter-Turnier findet ein Ende in Reihumkampf. Aber es ist noch nicht das Ende von den Special Parts. Oh nein, es kommt noch einiges. Ich werde dann Offscreener machen, dass ich dann das Champion-Turnier bekomme. Und hier ist sie, seine Gegnerin, die giftige Ninja-Meisterin, Janina! Applaus für Janina! Geilo, nice! Yo! Lass es krachen, Kriki! Janina versus Harry. Wer wird gewinnen? In Reihumkampf und überregionalen Arena-Turnier. Nicht, sind die Dreierkämpfe am schwersten, Leute. Gestatten, Janina, wir kennen uns schon, ne? Ja. Ich habe ein Gift-Pokémon über hartes Training gekannt. Ja, kennen wir schon. Ich glaube, wir kennen uns schon. Wir haben uns schon mal gesehen, oder? So, los geht's, Leute. Janina, die Gift-Pokémon-Trainerin. So. Schauen wir mal, was sie drauf hat. Mit ihren Reihumkampf aus der ersten Generation. Omot Nidoqueen und Tentoxa. Nidoqueen. Omot. Eine sehr böse Kombination, finde ich. Soll ich jetzt Steinkante machen? Ich weiß nicht, ob sie wechselt oder nicht. Das ist immer das Problem, Leute. Wechselt sie oder nicht? Wechselt sie oder nicht? Das ist voll das Problem bei Reihumkampf. Naja. Wechselt oder nicht? Wechselt oder nicht? Ich gehe mal davon aus, dass sie wechselt. Das mache ich jetzt mal knallhart. Geh auf Rosenschirm und mache knallhart Kegelsauger. Sie wechselt zu Nidoqueen. Ah, auf Tentoxa wäre Kegelsauger auch sehr effektiv, also passt das schon. So, Nidoqueen macht Eisstrahl, ist vor mir dran. Aua. Sehr effektiv auf Rosenschirm und vierfach auf Tim nebenbei. Und Rosenschirm hält das aus und hat ein Leben. Orb. Aua. Kegelsauger! Normal effektiv, nicht effektiv. Normal effektiv. Dieser Bodengift. Ich vergiss immer den Bodentyp bei Nidoqueen. Den Gifttyp. Bodengift hat sehr viele Schwächen. Aber auch sehr viele Resistenzen. Also kann man zweigeteilt sehen. Na, der wird sicher jetzt wieder wechseln, oder? Ich gehe mal davon aus. Also mache ich Egelsamen. Einfach mal so. Egelsamen auf Tentoxa. Und Tentoxa macht auch Eisstrahl. Upsa! Wieder einfach mal alle Eisstrahl können. Und Rosenschein hält das aus. So, Egelsamen auslegen auf Tentoxa. Sehr böse Taktik. Und mein Team wäre schon sowas von Tote. Schon längst. Wenn ich nicht ausgewechselt hätte. So, Egelsamen wirkt. Yum, 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 yum. So, ich wechsle jetzt zu Gerät. Und, oder? Nein, mache ich nicht. Ich mache nochmal Egelsamen. Oder? Ja, machen wir mal. Egelsamen. Nochmal. Einfach mal knallhart. So, Leute. Sie wechselt zu Omot. Und macht Falterreigen. Oh, ho, 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 ho. Spezialverteidigung, Spezialangriff steigt und Initiative steigt. Ist mir doch egal. Ich mach Egelsamen auf dich. Doppelter Egelsamen. Yeah. Allerdings gilt das nur, wenn sie umdreht. Das finde ich schade. So, Omot wird bepflanzt und jetzt Egelsamen-Schaden. Yeah. Egelsamen wirkt. Omot hat einen höheren Spezialangriff, auch böse, und eine höhere Spezialverteidigung. Ich wechsle zu Gret und mache einen Magnetflug.
So, sie wechselt zurück zu Tentoxa. Ich wechsle zu Gerät, das allererste Mal. Tentox macht Eisstrahl. Ups! Nicht effektiv, Chance auf Einfrieren, wie immer halt. So, und jetzt Magnetflug. Damit das Nidoqueen eventuell mir nichts anhaben kann. So, Leute. Jetzt schwebe ich und Egelsamen wirkt. Egelsamen ist richtig geil jetzt, Leute. Oh yeah. Jetzt ist die Frage, wird sie auswechseln oder nicht? Hm. Und ich bin voll geheilt, what the hell? Was ist denn hier los? Egal, Lichtkanone! Sie wechselt zu Nidoqueen, wie erwartet. Solle, Eisstrahl von Nidoqueen ist nicht effektiv. Bam! Solle, und Nidoqueen verliert KP wegen Leben. Oh, jetzt Lichtkanone! Bam! Normal effektive Attacke auf Nidoqueen. Und Nidoqueen ist fast tot. Fast. Egal, was es macht, es ist tot. Ah, okay, sie wechselt aus. Und Omo macht Psychokinese, nicht effektiv. Erhöht Spezialangriff allerdings. Oh, das haut auch derbe rein. So, Lichtkanone. Normal effektive Attacke auf Omo. Bam, weg mit dir, Omo. Ah, er hat eine höhere Spezialverteidigung, ne? Ja, hat er. So, macht Schaden ohne Ende. Und jetzt kommt. Yam, 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 yam. Mein Egelsamen. Yeah. Egelsamen overpowered. Solle, dann wechsle ich zurück und mache Gigasauger. Das war jetzt klar, dass sie jetzt gewechselt zu Tentoxa. War mir jetzt irgendwie klar. So, und jetzt Gigasauger und Tentoxa macht Eisstrahl. Ist damit doppelt effektiv. Aua. Und Roseschön ist tot. Roseschön ist tot. Upsa. Es kommt Blumen raus. Yeah. Da könnt ihr so viel Eisstrahl machen, wie die wollen. Das hält es aus. So, Wasserring. Sie wechselt zu Nidoqueen weiter. Okay. Egal, was Nidoqueen macht, ist es tot. Wegen Lebenorb. Macht Eisstrahl, bekommt Lebenabzug wegen Lebenorb und somit ist es tot. Und Blumen hat kaum Schaden bekommen. So gefällst du mir. So gefällst du mir, mein lieber Blumen. So, Wasserring. Und Überreste. Und vielleicht auch noch Egelsamen dazu. Haha, das wäre jetzt richtig geil. Sale. Blumen. Und jetzt kommt Roserade. Ein Gift-Pflanz-Pokémon. Oh, das habe ich auch. Roserade. Hm, böse. Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht eine Pflanzenattacke macht. Also Regentanz. Regentanz. Und er macht Blättersturm. Geht daneben. Hui. Es regnet. Blättersturm ist eine mega Pflanzenattacke, Leute. Oh yeah. Eine mega Pflanzenattacke. So, es regnet. So, Leute, dann wechsle ich jetzt zu Gerät. Dann macht sich jetzt das nochmal. Lichtkanone, Gerät, du bist dran. Oh, oder auch nicht. Auch gut. Gerät, du bist trotzdem dran. So, Leute, Matschbombe hat keine Wirkung auf Gerät. Überhaupt keine. Mal null. Ist eine Giftattacke, Matschbombe. So, bam. Lichtkanone, nicht effektiv. Auf Tentoxa. Oh, macht das doch schon Schaden. Und Volltreffer. So, okay, Volltreffer. So, Egelsamen wirkt. Yam, 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 yam. Egelsamen. Ja, Egelsamen ist einfach hier sehr stark, Leute. Man merkt es schon. Ich bin schon wieder fast geheilt. So, was wird sie jetzt machen? Ich mach mal Donnerblitz, ist mir egal. Donnerblitz, Erholung? Erholung? Danke für die KP-Spende. Weil Egelsamen bleibt, wenn man Erholung macht. Das bleibt, Leute. Egelsamen ist richtig geil, wenn man Erholung macht. Dann bekommt man KP zurück. Komm, gib mir KP. Und Tentox hat eine Marombeere, wo es wieder aufwacht. Ist mir egal. Bam, Donnerblitz! Ich bekomme jetzt noch mehr KP zurück. Ja, Donnerblitz ist sehr effektiv und macht nicht mal die Hälfte Schaden. Da sieht man mal, Tentox hat eine gute Spezialverteidigung. Man sagt immer, Tentox ist schlecht, aber so schlecht ist es gar nicht. Es ist sogar relativ gut, finde ich. Ja, eigentlich schon. Das kann schon mal ruhig den Donnerblitz aushalten, ohne Probleme. So, nochmal. Donnerblitz! Sie wechselt zu Omot, ist mir doch egal. Macht Schlafpuder, ist mir doch egal. Ich habe Egelsamen auf dich. Irgendwann ist mein Gerät hier voll geheilt, Leute. Ich sehe es kommen. Irgendwann ist es voll geheilt hier. Wenn es so weitergeht. So, Gerät schläft tief und fest. So, und Egelsamen wirkt auf Omot? Ja, das hat es auch. Einzige, wo Egelsamen nicht wirkt, ist bei Pflanzen-Pokémon. Wenn es funktionieren würde, wäre es auch ziemlich stark, muss ich sagen. Donnerblitz! Und macht noch mal Schlafpuder. Ja, kannst mich gern haben. Ich wechsle nicht aus. Ich wechsle nicht aus und der Regen lässt nach. Es hat nie geregnet. Tralalalala. So. Wenn es nochmal Schlafpuder macht, ist Omo tot. Wegen Egelsamen. Und mein Gerät hat bald wieder seine Fähigkeit,
nämlich Robustheit. So, sie wechselt zu Roserade und macht Blättersturm. Ne mega Spezialangriff. Pflanzenattacke. Bam. Nicht effektiv. Und Spezialverteidigungsminus. Mal 2. So, Donnerblitz auf Roserade. Roserade. Nicht effektiv, egal. Och, das hat gar nicht so viel rein, wie ich dachte. Ich dachte mehr. So, Roserade hat Überreste. Ja, so kann man es auch spielen. Man kann es so spielen. Donnerblitz geht auch. Ich finde allerdings es mit Seegesang besser. Tentoxin macht Siedewasser, ist normal effektiv auf Gerät. Normal effektiv Attacke, Spezial und Gerät brennt. Ist mir egal. Donnerblitz! Bam! Sehr effektiv! Somit kann Gerät eigentlich nicht mehr einschlafen, wenn es brennt. Das ist sogar sehr geil jetzt. So, Gerät brennt. Aua! Und Gerät ist jetzt im kritischen Bereich. Dü, 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 dü. Jetzt kommst du. Donnerblitz! Wechsel zu Roserade, auch gut. Und macht Blättersturm Nummer 2! Somit bringt sie sich eigentlich selber um. Weil jetzt hat sie Spezialangriff minus 4! Irgendwann hat sie auch keinen Spezialangriff mehr und macht kaum Schaden. Blättersturm ist eine Attacke eigentlich, die nur gut ist, wenn man die Fähigkeit Umkehrung hat. So, ansonsten kann man damit eigentlich fast nichts anfangen, finde ich. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Aber egal, jetzt kommt Eisstrahl von Blumon! Ich kann auch Eisstrahl. Zirkel zu Omon und mach Käfergebrumm, eine Spezialattacke! Mit erhöhten Spezialangriff nebenbei. Stimmt, da war doch mal was, ne? Da war das mal was. Und jetzt Eisstrahl! Sehr effektiv. Ne, normal effektiv, egal. So, Omon ist tot. Blumon wird sich gleich heilen, wenn Überreste plus Wasserring. Das hat er noch immer. Das hat er bis alle Ewigkeit eigentlich. So, heilen, heilen, heilen. Ja, schön was. So, sie wechselt zu Roserade. Roserade. Ich wechsle jetzt zuerst mal zu meinem Tim. Mal schauen, was er kann. Drachenklaue! So, wechsel die, wechsel die. So. Und Roserade macht Delegator. Auf kurz oder lang, sie ist tot. Sie kann nichts machen. Denn ihr Pflanzenangriff ist Müll, weil sie einfach mal minus 4 Spezialangriff hat. Und nur Delegator, das bringt es nicht. Du kannst versuchen, mich abzusetzen, das geht nicht. Ich habe zu viel AP dafür. So, Blättersturm. Somit ist der Spezialangriff von Roserade jetzt auf minus 6, Leute. Und das ist Maximum. Das heißt, er hat jetzt einen dreifachen Minus auf Spezialangriff. Dreimal so wenig Attacke wie sonst. Und jetzt, ja, Giftdorn. Puff, Giftdorn. Voll getrollt. Roserade ist tot. War schön das Finale. Das war ein schönes Finale, Leute. Puh. Das war ganz schön hart. Und der Sieg geht an Harry! War hart, muss ich sagen. Also alle haben hier ein gutes Team. Man kann sich nicht beschweren. Überhaupt nicht. Ich werde noch mehr für Stärke trainieren. Ich werde eine Stärke trainieren. Warten Sie auf das nächste spannende Turnier, meine Damen und Herren. Yeah! Das ist das Austauschturnier. Ich bin schon neugierig, wie das funktioniert, Leute. So, Leute, herzlichen Glückwunsch und... Hier, hast gemeistert. Gewinnpunkte, nämlich 8 Gewinnpunkte. 8 Stück. Yeah! Richtig viel, hey. Und ich muss nur noch 6 Mal gewinnen, dann kann ich an das Champ-Turnier teilnehmen, Leute. Okay, im nächsten Part, Leute, da sehen wir, Moment, was ist das nächste? Das Meisterverleih-Turnier. Okay, bin schon neugierig drauf. Klingt allerdings etwas crazy. Okay, Leute, bis zum nächsten Part. Und tschüss! Ich werde jetzt ein bisschen durchkämpfen, ja.